Sehr schön, dass ihr auch wieder am 11. Spieltag bei uns einschaltet. Bitte lasst ein Like da und wir starten gleich mit einem kleinen Spoiler. Denn auch nach dem 11. Spieltag wird der Tabellenführer definitiv Borussia heißen. Oddspedia, the Sports Betting Community. Wir haben eine 5€ Freiwette für dich. Melde dich über den Link in der Videobeschreibung bei LVBet an. Die Frage ist nur, welche? Gladbach führte mit 4 Punkten Vorsprung und vor dem dritten und Dortmund hat 3 Punkte Rückstand auf Gladbach. Also kann maximal Dortmund hier neuer Tabellenführer werden, aber es wird ja auch dahinter noch spannend. Wir starten gleich am Freitagabend mit dem Spiel Köln gegen Hoffenheim. Ja, ganz genau. Und da haben wir ein Team, die sind gerade in der Form eines Spitzenreiters. Und das ist nicht der FC Köln, sondern Hoffenheim. 4 Siege in Folge, sogar 5, wenn man den Pokal dazu nimmt. Und beim ersten FC Köln, da läuft es nicht so rund. Tabellenplatz 17, letzte Woche in Düsseldorf verloren, davor gegen Saarbrücken ausgeschieden. 9 Tore, 21 Gegentore. Und dann kommt eine potente Offensive, die in den letzten Spielen auch angefangen hat zu treffen. Das heißt, die Quoten sind ein bisschen kurios. Ich weiß nicht, ob du da eine Chance für Köln siehst. Ansonsten hätte ich gesagt, lasst uns doch die Form der Hoffenheimer nutzen für eine Wette. Ja, man könnte hier einfach Volley auf den Sieg der Hoffenheimer mit 2,7 gehen. Könnte natürlich auch ein bisschen die vermeintliche Sicherheitsvariante mit dem Asian Handicap 0 auf Hoffenheim wählen, bei einer Quote von 1,95. Aber ich sag, was soll denn hier bitte für Köln sprechen? Also, wie gesagt, diese Sicherheitsvariante beim theoretischen Unentschieden, kann man machen. Da macht man so gut wie gar nichts falsch, wenn man hier auf die Hoffenheimer geht. Auch wenn das Spiel da nicht so ausgeht, dann ist es halt einfach eine Überraschung, aber wir haben gesehen, Hoffenheim ist die Mannschaft der Stunde, mehr oder weniger, wie du gesagt hast. Gegen die ist halt gerade schwer zu spielen, vor allem wenn man erst FC Köln heißt. Und dann sage ich sogar, warum nicht hergehen und sagen, Hoffenheim gewinnt das, sogar mit mindestens 2 Toren Vorsprung. Dann kann man hier das Asian Handicap minus 1,5 auf Hoffenheim gehen und bekommt eine 5er-Quote. Alles nicht unrealistisch und man muss natürlich hier auch nicht den vollen Einsatz bringen. Man kann zum Beispiel 0,2 Einheiten auf Hoffenheim minus 1,5 gehen. Dann minimiert man halt das Verlustrisiko oder die Höhe des Verlusts, aber man hat die Chance, dann einfach eine Einheit zu gewinnen bei dieser fetten Quote. Und ja, so würde ich das hier angehen, bewusst die Kölner unterschätzen. Muss man ja, halt auch mal sagen. Bei der Quote kannst du nichts falsch machen. Also 2 Tipps, Asian Handicap 0 auf Hoffenheim, Sicherheitsvariante oder Vollgas mit minus 1 oder minus 1,5 auf Hoffenheim für 4er bzw. 5er Quote. Mainz gegen Union Berlin, das Spiel startet am Samstag um 15.30 Uhr und da spielt der Derby-Sieger in Mainz. Und vor allem haben wir hier die Mainzer, die gerade so massivst abgeschlachtet wurden von Leipzig und auf der anderen Seite eben Union, das in Berlin die Nummer 1 ist, in der Hauptstadt, in Deutschlands Hauptstadt die Nummer 1, Union Berlin. Also schöne Geschichte für den Aufsteiger. Mainz muss natürlich jetzt dieses 8:0 aus den Köpfen kriegen, hat ja Sandro Schwarz auch direkt nach dem Spiel gesagt. Er will eigentlich gar nichts mehr mit diesem Spiel zu tun haben. Das hat es nie gegeben und so müssen die eigentlich auch damit umgehen. Beziehungsweise besser wäre eigentlich noch, wenn man aus diesen katastrophalen Fehlern lernen würde, statt so zu tun, als wäre alles easy und man hätte nicht verloren. Von daher könnte man sagen, diese Mainzer werden daheim auch gegen Union vielleicht nicht viel reißen. Andererseits, ja, dass Union jetzt 2 Spiele in Folge gewinnt, glaube ich auch nicht. Andererseits, ja, was soll man hier wetten? Also, das ist so ein klassisches 0:0 von zwei Mannschaften, die, oder ein unter 2,5 von zwei Mannschaften, die nicht viel Tore schießen wollen. Möglich, möglich. Allerdings empfehle ich hier keine Torwette. Asian Handicap Wette auch nicht zwingend. Tatsächlich denke ich, dass Mainz besser ist als der Tabellenstand. Ich weiß, du wirst den Tipp nicht mögen, ich sage aber, dass Mainz jeden
Team, jedes Team, was ungefähr auf Augenhöhe ist oder ein bisschen schlechter sogar, daheim einen Sieg abbringen wird. Von daher würde ich tatsächlich die 2,3-Quote mitnehmen. Gegen Köln haben sie gewonnen und noch irgendein anderes Heimspiel, Entschuldigung, da komme ich jetzt nicht drauf. Ich glaube, dass sie gegen Union Berlin auch gewinnen werden. Also das ist mein persönlicher Tipp und die Quote finde ich gut genug. Spricht auch meiner Meinung nach wenig dagegen, aber für mich wäre es halt einfach ein klassisches Unentschieden. Also, warum auf Mainz zu setzen, ist halt irgendwo ein bisschen schizophren nach dem 8:0. Also andererseits, ja klar, deine Argumentation war auch nicht falsch. Also, aber das ist mir einfach ein zu spekulativer Tipp und da versuche ich mich zurückzuhalten. Schalke Düsseldorf, die Schalker. Ja, da haben wir jetzt letzte Woche so einen geilen Tipp auf Augsburg gehabt, beziehungsweise Double Chance auf Augsburg und das sah auch super aus, 2:1. Dann haben die auch noch das Eigentor irgendwie den Schalkern eh schon gegönnt durch Lichtsteiner, also drei Augsburger Tore, trotzdem stand es 2:1 und am Ende verlieren die auch sogar noch und schade, Augsburg und ja, Schalke macht einfach alles richtig im Moment, also die stehen hier zementiert auf Platz 6 mit 18 Punkten da. Wo soll das noch hinführen? Kann Düsseldorf diese Schalker-Dominanz endlich mal vielleicht ein bisschen ins Wanken bringen? Denn es kann ja einfach nicht angehen, dass Schalke so durch die Liga marschiert. Da finde ich, da sprichst du was sehr Interessantes an. Also Schalke hat schon sich gegen einige Mannschaften schwer getan, wo man dann gesagt hat, jetzt geht vielleicht etwas, auch mit Hinblick auf die Tabellenspitze. In Hoffenheim keine Chance gehabt, gegen Köln daheim unentschieden gespielt. Und Düsseldorf ist so eine klassische Mannschaft, die man gerne unterschätzt. Also prinzipiell macht man, glaube ich, nichts falsch, wenn man auf den FC Schalke geht. Die 1,55-Quote ist gar nicht mal so verkehrt. Mich interessiert jetzt aber hier viel mehr, was geht denn mit Asian Handicap auf Düsseldorf? Mit plus 1 oder eine plus 1,25 auf Düsseldorf mit einer guten Quote, finde ich persönlich interessanter, wenn die Quote gut ist. Ich rutsche mal zur Seite. Düsseldorf plus 1 bekommst du eine Zweierquote und das ist halt immer das Bescheuerte beim Fußball. Da hast du eigentlich einen mega Außenseiter mit einer 6,5er-Quote, aber das Asian Handicap ist dann immer noch nicht attraktiv genug, um eigentlich drauf zu wetten. Denn klar, also wenn man hier ergebnismäßig tippen müsste, 2:1 Schalke, also so wahrscheinlich der 50%-Tipp, wenn es auf Ergebnisse geht. Warum dann nicht einfach auf Ergebnis tippen? 2:1 Schalke, dann kriegst du vielleicht eine 7er-Quote oder sonst irgendwas. Aber das ist natürlich auch albern. Und wir ansonsten finde ich die Quote viel zu niedrig einfach auch für Schalke. Aber ich persönlich, wir haben gerade gewonnen mit dem Düsseldorf-Tipp gegen Köln. Ich finde eine 1,7 bei Düsseldorf plus 1,25 gar nicht verkehrt. Wenn es so ausgeht, wie wir denken, vielleicht eher unentschieden, dann gewinnen wir den gesamten 1,7 und sonst halt die Hälfte. Also das ist mein Lieblingstipp bei dem Spiel, aber auch hier, wenn wir uns nicht einigen können, dann kein Tipp. Nee, finde ich sogar gut, weil ich auch einfach gegen Schalke gerne wette. Darum geht's. Ja. Bei mir auch. Auf geht's, Friedhelm. Du machst es. Ein Funken Hoffnung. Wird man bestimmt auch ganz selten. Weiter geht's mit Paderborn gegen Augsburg. AuW Zwick. Wenn die Augsburger jetzt hier nicht punkten, also die haben ja extrem schwere Gegner auch gehabt und aus den Spielen ja immerhin gegen Bayern und Wolfsburg unentschieden gezogen. Aber jetzt in Paderborn, bitte Jungs, ihr müsst doch mal einen Sieg einfahren. Und bei der 2,7er-Quote lasse ich mich mal wieder nicht lumpen und gehe hier im Asian Handicap 0 auf Augsburg bei einer Zweierquote. Bitte. Bin ich dabei. Wir tippen Woche für Woche irgendwas mit Augsburg. Mich würde ja auch nochmal die Over-Under-Line interessieren. Prinzipiell ist es doch ein Spiel, das beide auf Sieg angehen müssen. Das könnte dann auch bedeuten, dass viele Tore fallen. Ich vermute fast, dass uns das die Quoten nicht vergönnen, dass man hier eine plus 2,5 eine gute Quote erhält. Nee. Ja, und das brauchen wir uns gar nicht weiter anschauen. Ist zu schwach, aber Augsburg, Finn Bogason und Co. macht das Ding. Paderborn hat bisher nicht bewiesen, dass sie Bundesliga
ready sind. Und wir haben hier ein interessantes Beispiel. Ich habe in den Kommentaren bei unseren Videos gelesen, hat einer eine interessante Strategie mal gepostet, wenn halt zwei Mannschaften gegeneinander spielen, die in der Tabelle ziemlich weit unten stehen oder die halt in der Summe wenig Punkte geholt haben, was bei den zwei Mannschaften ja definitiv zutrifft, dass man dann einfach auf Under 2,5 Tore geht. Das ist eine Wettart, die ich sehr interessant finde selber auch. Und 16. gegen 18. würde genau in dieses Schema passen. Also das werden wir mal so verfolgen, ohne jetzt das hier... Aber Radek, 24 und 25 Gegentore... Ja, reinkriegen heißt ja nichts, aber selber schießen, das ist hier der Punkt. Warum soll dann plötzlich eine Gurkenoffensive plötzlich powermäßig gut werden? Also das ist halt so der falsche Ansatz, nur weil die viel Gegentore kassieren, dass es dann auch viele Tore gibt, obwohl keine der beiden Mannschaften selber viele Tore schießen kann. Aber gut, kann natürlich alles hier passieren. Also ist jetzt rein spekulativ, wollte es nur mal gesagt haben, weil ich diese Herangehensweise sehr interessant finde. Ohne Beweise dafür zu haben, dass das langfristig profitabel ist. Aber gut, bei Hertha gegen Leipzig, da haben wir einerseits die zweitbeste Mannschaft Berlins und auf der anderen Seite die beste Mannschaft Leipzigs. Ja, was willst du dazu sagen? Leipzig mit der Doppelbelastung, Champions League, Hertha muss was jetzt leisten, damit sie den Anschluss auch in der Tabelle nicht verlieren. Hatten ja mal einen Zwischenhoch, jetzt mit, tada, immer meinen Kopf im Weg, mit zwei Niederlagen, ein Unentschieden in Folge, nicht mehr mit dem Trend nach oben. Leipzig hat den ein oder anderen unerwarteten Ausrutscher schon gehabt. Die Siegquote ist nicht verkehrt auf den Rasenballsport. Man erinnert sich aber an das Spiel gegen Freiburg, da haben sie verloren. Und ja gut, Freiburg ist ja auch Fünfter in der Tabelle, Junge. Ja klar, aber ich kann mir vorstellen, dass Berlin sich rehabilitieren wird. Also ich finde es interessanter, auf eine Double Chance Berlin zu gehen, 0,5 Handicap auf Berlin, wenn es die Quote hergibt, denn... Ja, das können wir uns dann aber gleich sparen, weil da lege ich ja sowas von meinem Veto ein, weil ich hier bin ich der Meinung, dass Leipzig bei so einem Lauf trotz Doppelbelastung einfach auch die Hertha wegnudeln kann. Und deswegen meine total verrückt kranke Wette an diesem Spieltag wäre eine Double Bet auf Asian Handicap minus 1,5 Leipzig und minus 1,5 Hoffenheim. Da kriegst du dann ungefähr eine 20er-Quote, hast aber zwei nicht ganz unrealistische Sachen und die gewinnst du dann halt alle 15 Mal und bist dann irgendwann im Plus. So ist meine Devise bei dem, aber ich würde jetzt hier nicht auf Hertha gehen, also sorry. Also ich glaube, Hendrik wird gerade einiges nach oben steigen, wenn er sowas hört mit einer 20er-Quote. Weiter geht's mit dem Topspiel Bayern München gegen Borussia Dortmund. Der erster Spieltag nach Niko Kovac. Wow, also Dortmund hätte sich, glaube ich, gefreut, wenn Niko Kovac noch im Amt gewesen wäre. Denn so kann man doch jetzt schwer abschätzen, was passiert mit dem FC Bayern. Die Chance eines Dortmunder Sieg war es noch nie höher. Allerdings hatten sie sowas auch in der letzten Saison. Viele Mannschaften hatten das und genau dann haben sie versagt. Und jetzt macht doch einfach aus statistisch gegen den Mainstream Sinn auf Bayern München mit Minus-Handicap zu setzen, oder? So eine Minus 1, Minus 1,5, weil wir gerade schon zweimal darüber geredet haben. Ja, jetzt hast du mich, aber gerade hier sehe ich es jetzt wieder genau anders, weil wir ja mit Asian Handicap auf oder gegen Bayern in den letzten Wochen immer wieder gewonnen hätten und dann auch das bei Frankfurt gemacht haben und gewonnen haben. Und wie du auch richtig gesagt hast, noch nie standen die Chancen auf einen Dortmund-Sieg in München wahrscheinlich so gut wie im Moment. Und deswegen diese Quote viel zu hoch angesetzt aufgrund der Realitäten. Denn Dortmund in der Tabelle vor Bayern, Dortmund allgemein bestimmt auch nicht glücklicher oder besser als Bayern, aber auch nicht schlechter. Von daher wäre das doch einfach eine
relativ ausgeglichene Sache, dieses Spiel. Und gerade aus diesem Grund würde ich das Asian Handicap auf Dortmund hier bevorzugen. Lass uns mal die Asian Handicaps zusammen anschauen. Für mich, ich sag's dir auch, da spricht der Fußballfan, das wäre so eine Art Win-Win-Situation. Minus 1 oder minus 1,5 auf Bayern und einfach hoffen, dass Bayern nicht gewinnt, sondern Dortmund. Das wäre halt so eine Win-Win-Situation für mich persönlich. Ich bin natürlich ganz klar gegen Bayern für Dortmund. Aber wenn ich das hier richtig sehe, ist eine Plus 1 auf dem BVB eine 2. Ja. Yeah. Deal. Definitiv Deal. Danke, dass wir hier einen Deal abschließen konnten, dass vor allem gegen die Bayern tippe ich ja eh auch grundsätzlich nicht so oft, aber in dem Fall muss man halt auf diejenigen, die zuletzt so schlecht waren, auch noch ja, herabschauen und diese Quote mitnehmen. Auch wenn es dann natürlich vielleicht eine Trotzreaktion gibt und Trainerwechsel pipapo, aber ja, das ist Zukunftsmusik. Man kann das irgendwie, finde ich, jetzt noch nicht so wirklich absehen, was das bringt, Stand jetzt. Gladbach gegen Bremen. Sounds like an X. Ja, damit hast du schon viel gesagt. Bremen einigen Unentschieden jetzt in Folge auch von den letzten 5 Spielen, wenn wir uns das mal gleich anschauen, hätten auch ruhig das ein oder andere gewinnen können. Haben schon sehr, sehr oft geführt, haben gegen Freiburg auch lange geführt, bis dann Jens Pedersen in der Nachspielzeit das Ding gemacht haben und Gladbach mit guten Siegen, vielleicht auch sehr glücklich jetzt letzte Woche in Leverkusen. Da hat eigentlich Leverkusen die zweite Halbzeit dominiert, Gladbach aber das Tor gemacht. Klassisch wie ein Tabellenführer und so stark ist jetzt die Borussia auch noch nicht und Bremen gut genug. Unentschieden oder plus 0,5 auf Werder, je nachdem, wer eine hohe Quote will oder nicht. Aber noch andere Ideen dazu? Ja, man könnte, finde ich, schon auch hier das Asian Handicap auf Bremen riskieren bei Double Chance Bremen oder vielleicht sogar plus 0,75 Bremen. Weil die Borussia zwar Tabellenführer ist, aber da ehrlich gesagt nicht hingehört und auch von daher mal da wieder runter muss. Und das wird sie machen, indem sie nicht solche Spiele gegen Bremen gewinnen wird. Und dann ist dieses plus 0,5 auf Bremen, finde ich, ganz gut mit einer Quote von 2,1. Könnte man hier einloggen. Und hier würde ich auch meine Radex-Bet mit einem Unentschieden an diesem Spieltag für 0,25 Einheiten auf ein Unentschieden, um eine Einheit zu gewinnen, bei einer Quote von 4,2. Ja. Kann man das durchaus mal in Erwägung ziehen, meiner Meinung nach. Also vorab kann man auch hier noch ganz kurz sagen, wir haben jetzt bei einigen Spielen nicht die Over-Under Quoten angeschaut, liegt einfach daran, dass die nicht attraktiv genug sind, irgendwo bei diesen vorherigen Spielen ein Over 2,5 Tore zu finden. Wolfsburg gegen Leverkusen dürfte dann schon wieder das letzte Spiel sein. Ich hoffe, ich vergesse da keinen, der noch irgendwann später spielt. Ja, Wolfsburg mit der ersten Niederlage, 11:8 Tore, sau starke Defensive und 3 Tore gegen Dortmund gekommen. Leverkusen nach gutem Start auf den Boden der Tatsachen zurückgekommen, haben auch gegen einige gute Teams gespielt, hatten am Anfang wirklich einen sehr bevorzugten Spielplan aus deren Sicht. Und jetzt ist die Frage, können die was in Wolfsburg reißen? Ich glaube tatsächlich nicht, auch von dem Blick, dass sie jetzt noch davor gegen Atletico Madrid ran mussten, gegen Gladbach verloren, Wolfsburg 2 Niederlagen dann tatsächlich in Folge, wenn man den DFB-Pokal noch dazu nimmt. Ja. Ist für mich jetzt eine klassische Radex-Bet, oder? Wieder. Könnte man meinen, ja, aber wir haben hier echt zwei Mannschaften, die ja schon wirklich lange nichts mehr auf die Kette bekommen haben. Also Wolfsburg hat jetzt ja nicht nur die letzten beiden Spiele verloren, sondern hat ewig lang auch nichts mehr gewonnen. Und genauso Leverkusen. Also das ist der klassische Bosch, den man hier sieht. Der war ja auch bei Dortmund am Anfang echt sehr stark gestartet und irgendwann hat er halt dann einfach nichts mehr gewonnen. Und genau das, danach sieht es jetzt bei Leverkusen eben auch aus.
da ist einfach die Boss-Luft mittlerweile raus. Und ja, schafft Wolfsburg hier vielleicht die Trendwende, schafft Leverkusen die Trendwende? Im Endeffekt, ja, beide wirklich nicht sonderlich gut in Form, alles andere als das. Beim Eishockey würde man sagen, die sind irgendwie kalt oder so. Und ein Unentschieden, ja, würde hier am meisten Sinn machen, aber sich hier auf eine Seite festzulegen, das ist hier irgendwie vom Regen in die Traufe kommen oder Not gegen Elend im Moment. Und Potenzial haben beide mehr. Leverkusen dachte ich eigentlich vor der Saison immer, ja, die haben mehr drauf, aber man weiß es nicht. Vielleicht ist Bosch auch schon bald nicht mehr dort an der Seitenlinie, aber in dem Spiel kann ich jetzt gar nicht mich für irgendwas begeistern. Und wir haben in der Tat dann noch ein Spiel mit Freiburg gegen Frankfurt. Und da darf man ja nicht den Tabellenfünften vergessen und die so übermenschlich starken Frankfurter, die ja den FC Bayern 5-1 heimgeschickt haben. Die besten Fans der Liga sind jetzt nicht in Freiburg dabei, zumindest nicht in der vollen Zahl des Frankfurter Stadions. Trotzdem mit zwei Siegen in Folge lässt sich sehen, Freiburg mit 18 Punkten jetzt schon aus 10 Spielen absolut im Soll. Vor allem, wenn du überlegst, wie schwach die Teams da hinten sind. Das ist schon ein Geschenk. Für mich die große Frage, Frankfurt hat das bessere Team, ich glaube, da brauchen wir nicht drüber reden, haben gegen Bayern gewonnen, und wenn sie den Schwung mitnehmen und man sagt, sie sind, wie gerade gesagt, das sogar bessere Team, ist doch ein Auswärtssieg mit einer sehr, sehr interessanten Quote datiert. Siehst du Chancen, dass Freiburg anknüpft zu anderen Spielen? Ja, genau, weil du genau das, was du eben gesagt hast, dachten sich die Leipziger wahrscheinlich auch, als sie nach Freiburg gefahren sind. Wir sind ja die Leipziger, wir haben ja Julian Nagelsmann als Trainer, wir gewinnen in Freiburg natürlich. Oder ja-türlich, wie meine Tochter immer sagt. Und das denken die Frankfurter natürlich nach dem 5-1 gegen Bayern. Wie geil sind wir denn, wir Frankfurt? Auch zu Recht, vollkommen zu Recht. Aber genau das ist immer so der Punkt. Wenn eine Mannschaft gut gegen Bayern gespielt hat, dann haben die eigentlich ihr Saisonziel erreicht. Schweben 3 Tage auf Wolke 7. Freddy Bobic hat ja auch, glaube ich, gesagt, die Fans sollen jetzt 3 Tage lang durchsaufen. Und das werden nicht nur die Fans, sondern auch die Spieler wahrscheinlich machen. Und dann haben sie auch noch Europa League vor der Karre, glaube ich, die Frankfurter. Ja, in Liege, Lüttich. Und von daher unterschätzt mir mal wieder nicht die Freiburger. Das werde ich jetzt hier nicht tun, deswegen gehe ich davon aus, dass die Freiburger dieses Spiel nicht verlieren. Und Asian Handicap auf Freiburg mit einer Quote von 2,1 auf Asian Handicap 0, da ist nicht viel gewonnen. Da musst du schon eigentlich tiefer gehen auf 1,6 und dann ist es nicht mehr attraktiv genug. Also warum einfach nicht dieses Asian Handicap 0 auf die Freiburger? Fragezeichen. Ja, du hast mich komplett mit deiner Argumentation auf deine Seite gezogen. Doppelbelastung, Bayern-Fluch, du spielst gegen Bayern, verlierst danach im Prinzip. Ja, und du spielst vor allem in Freiburg. Ja, diese Freiburger, die sind in der Heimtabelle, müssen wir uns mal anschauen, sind die nicht so schlecht. Die sind ja auch insgesamt Fünfter, aber vor allem zu Hause Zehnter. Da haben wir jetzt ein bisschen getäuscht. Die sind sogar auswärts besser als zu Hause. Überrascht mich jetzt ein bisschen. Nichtsdestotrotz, ja, also die Wette habe ich jetzt schon eingeloggt und die nehme ich auch so mit. Und dann werfen wir einen Blick auf den Gesamtstand. 6 Tipps. Holla die Waldfee. Werden es 6 richtige? Boah. Oder 3? Oder 4? Ja. Oder 5? Los geht's jedenfalls mit einem Asian Handicap auf den Außenseiter, auf Düsseldorf, in Schalke oder auf Schalke. Asian Handicap minus 1,25 mit einer Quote von 1,75. Genau, plus 1,5 auf Düsseldorf. Paderborn gegen Augsburg. Wir sagen, bei einem Unentschieden bekommen wir unser Geld zurück. Bei einem Augsburger Sieg gewinnen wir. Asian Handicap 0 auf den FC Augsburg. Dann Topspiel Bayern-Dortmund. Die Dortmunder plus 1 Handicap mit einer 2er-Quote. Vielen Dank dafür, Buchmacher, und mitgenommen. Die nächste Zweierquote gibt es beim Spiel Borussia Mönchengladbach, Werder Bremen. Da gibt es entweder einen X oder einen Sieg von Werder und damit auch einen Sieg von unserem Tipp.
Genau, hier haben wir sogar noch einen zweiten Tipp eingeloggt. Sollte eigentlich nicht so sein. Nö. Aber dann halt gleich zum nächsten Spiel. Freiburg gegen Frankfurt. Da gibt es ein Asian Handicap 0 auf Freiburg. Ja, und wo ist der Hoffenheim-Tipp eigentlich? Da haben wir uns dann wahrscheinlich verklickt. Wahrscheinlich gab es da einen kleinen Fehler. Also tatsächlich, Hoffenheim-Sieg in Berlin nicht vergessen. Nicht vergessen, genau. Das wäre so in Stein gemeißelt, dass man unbedingt drauf tippen müsste. Und wehe, er vergesst es. Und wenn es dann anders ausgeht, naja. Aber wie gesagt, immer vorsichtig sein. Es sind ja nur unsere Vorhersagen. Das vergessen manche manchmal, dass das ja die Zukunft betrifft. Wenn man das Video danach anschaut, ist es immer leicht zu sagen, was habt ihr denn für einen Scheiß erzählt? Also, wenn ihr anderer Meinung seid, könnt ihr das jetzt in die Kommentare schreiben und eure Tipps abgeben. Ansonsten immer vorsichtig tippen, dann hat man mehr vom Geld. Wenn ihr zufrieden mit dem Video seid, dann klatscht jetzt ein oder zweimal in die Hände und lasst ein Like da und bis zum nächsten Mal. Oddspedia, the Sports Betting Community. Wir haben eine 5-Euro-Freiwette für dich. Melde dich über den Link in der Videobeschreibung bei LVBet an.